Super, klasse. Oh, tschu. Klasse, Maus. Und weiter geht's. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dogs TV. Mein Name ist Melanie und das hier ist meine Hündin Amy. Gerne würdest du entspannt mit deinem Hund spazieren gehen, doch kaum ist irgendein spannender Reiz in Sicht oder vielleicht ein toller Geruch in der Hundenase, schon ist dein Hund ohne Leine unterwegs und flitzt ab durch die Mitte. Oder springt unsanft ins Leinenende, sofern er angeleint ist. Ich verrate dir heute, wie Jagdverhalten beim Hund entsteht und natürlich auch, wie du es in kontrollierte Bahnen umlenken kannst. Wenn du Lust hast und kein Video mehr verpassen möchtest, dann drück jetzt noch schnell den Abo-Knopf, ist natürlich kostenlos, und dann legen wir los. Dein Hund, der zeigt ein angeborenes Beutefangverhalten, wenn er einer spannenden Fährte folgt oder einem flüchtenden Tier hinterherläuft. Jagt dein Hund lieber Autos, Jogger oder Radfahrer, dann spricht man von einem fehlgeleiteten Beutefangverhalten. Jagen und sogar die Vorfreude aufs Jagen, das löst beim Hund wirklich euphorische Glücksgefühle aus. Und diese positiven Empfindungen, die dein Hund während des Jagens da erlebt, die sorgen dafür, dass das Jagdverhalten immer wieder und auch beständig gezeigt wird, täglich aufs Neue. Jagen lässt sich darum auch, weil es eine selbstbelohnende Handlung für deinen Hund ist, nicht einfach abtrainieren oder gar verbieten. Es lässt sich durch dich aber in kontrollierte Bahnen umlenken. Die komplette Jagdkette, die besteht aus mehreren einzelnen Verhaltenselementen. Also kurz gesagt, steht am Beginn einer Jagdkette immer erstmal das Orten, also das Lokalisieren der potenziellen Beute, danach das Fixieren, das Anschleichen, das Hetzen, das Packen und das Töten. Jeder Hund zeigt nicht die komplette Jagdkette, sondern manche Hunde zeigen nur einzelne Elemente aus der Jagdkette. Und damit du das Verhalten, also das Jagdverhalten deines Hundes erfolgreich beeinflussen kannst, musst du jetzt erstmal erkennen, wann macht sich mein Hund eigentlich für die Jagd bereit. Also schau mal, ob er vielleicht eher der Sichtjäger ist, der potenzielle Beute mit seinen Augen hauptsächlich ausmacht, oder ist er eher der fleißige Fährtensucher, der mit seiner Nase versucht, Beute aufzuspüren. Erst dann kannst du auch erfolgreich einwirken. Am Anfang der Jagdkette, also beim Orten und auch beim Fixieren, da kannst du das Verhalten deines Hundes noch leichter beeinflussen. Doch je weiter dein Hund in der Jagdkette wirklich vorangeschritten ist, desto schwieriger wird das Eingreifen dann. Ein Welpe, der übt einer inneren Stimme folgend bereits einzelne Elemente aus der Jagdkette. Also er springt zum Beispiel spielerisch sich bewegenden Reizen hinterher, folgt spannenden Gerüchen, beißt dem Hundekumpel spielerisch in den Nacken oder schüttelt sein Spielzeug. Trotzdem das völlig normale Verhaltensweisen sind, solltest du trotzdem die Intensität im Auge behalten und bei Bedarf auch runterregulieren können. Das Ende der Jagdkette, also das Packen und das Töten, das wird von einem Welpen mit wenigen Ausnahmen, also bis auf wenige Ausnahmen, noch nicht gezeigt. Und das ist auch der Grund dafür, warum man als Welpenbesitzer gar nicht so schnell eingreift oder gar nicht drüber nachdenkt. Also man findet es eher niedlich, wenn der Welpe tapsig einer Fährte folgt oder vielleicht auch die Ente auf dem See fixiert und dann unbeholfenen Sprung nach vorne macht und dann noch halb das Gleichgewicht verliert. Gerade was der Welpe da zeigt, ist ja noch harmlos. Aber in diesem Moment lernt dein Welpe natürlich schon, ein Wildtier in Sicht oder vielleicht auch ein Jogger oder ein spannender Geruch in der Hundenase, gleich jagen erlaubt. Denn du erlaubst es ihm ja durch deine Gegenwart, weil du nicht eingreifst. Wichtig ist also, dass du das Verhalten deines Welpen in die richtigen Bahnen lenkst, denn spätestens ab dem 5. bis 6. Lebensmonat würde sich deine Unbedarftheit rächen, weil sich das Jagdverhalten deines Jungspundes immer weiter intensiviert und auch immer ernstere Formen annimmt. In unserem Beitrag Alter und Erziehung, da bekommst du weitere Hinweise, wie sich die verschiedenen Entwicklungsstufen deines Hundes auf die Erziehung auswirken. Die Nutzung einer Schleppleine, die ist gerade in den ersten Lebensmonaten eines Hundes wirklich unerlässlich, damit sich dein Hund erst gar kein unerwünschtes Verhalten oder auch unerwünschtes Jagdverhalten angewöhnen kann. Hat sich dein Hund in der Vergangenheit bereits unerwünschtes Verhalten angewöhnt, auch unerwünschtes Jagdverhalten oder vielleicht auch einen zu großen Radius zu dir, auch dann macht erstmal natürlich die Absicherung durch eine Schleppleine Sinn, und zwar für mehrere Wochen bis vielleicht sogar Monate. Tipps, wie du die Schleppleine sinnvoll auf dem Spaziergang einsetzen kannst, die bekommst du im Beitrag Tipps Schleppleine. Und Freilauf, den sollte dein Hund wirklich erst dann genießen, wenn er zuverlässig an dir orientiert ist. Und bis dahin kannst du ihm den Freilauf dann auf eingezäunten Flächen natürlich hier und da ermöglichen. Idealerweise leitest du das angeborene Jagdverhalten deines Hundes bereits im Welpenalter in von dir kontrollierbare Bahnen um. Und wenn diese Zeit schon hinter dir liegt, dann ist es natürlich niemals zu spät, mit dem Training zu beginnen. Also um am Jagdverhalten des Hundes arbeiten zu können, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Einmal zum Beispiel das positive Verstärken, damit arbeite ich auch mit der Amy, oder auch ein Verhaltensabbruch. Auch das nutze ich situativ. Das positive Verstärken, das hat den Vorteil, dass der Hund den ersten Teil der Jagdkette, also das Orientieren, das Orten der, das Lokalisieren der Beute und auch das Fixieren noch ausleben kann. Denn der erste Teil der Jagdkette ist weder für den Hund gefährlich noch für das Beutetier oder den Reiz. Das bedeutet, dass wenn dein Hund den ersten Teil der Jagdkette zeigt, belegst du das positiv entweder mit einem Markerwort, das du zuvor positiv konditioniert hast, oder auch mit dem Klicker. Und nach deinem Markerwort oder dem Klick erfolgt dann eine spannende Aktivität bei dir, also eine kurze Interaktion, die deinen Hund wirklich mit Begeisterung erfüllt. Und es ist genauso wichtig, dass auch du begeistert mit bei der Sache bist, denn dein Hund, der merkt natürlich, ob du wirklich ehrliches Interesse an ihm und an der Aktivität hast oder ob du einfach nur gelangweilt und ohne Elan ein Animationsprogramm für deinen Hund abspulst. Eine Aktivität kann zum Beispiel sein, nach dem Markern und dem Klick, dass ein Futterstück in die entgegengesetzte Richtung fliegt, dem dein Hund hinterherrasen darf, während du ihn dann noch anfeuerst. Oder auch ein Spiel mit dem Zergelspielzeug oder vielleicht auch das Apportieren eines Futterbeutels oder eines Stoffdummies. Wie du das Training mit dem Futterbeutel oder auch mit dem Stoffdummy beginnen kannst, das habe ich dir im Beitrag Apportieren beibringen erklärt. Entscheidest du dich dafür, mit einem Verhaltensabbruch zu arbeiten, dann kannst du diesen Verhaltensabbruch zum Beispiel durch ein Korrekturwort einleiten. Wichtig dabei ist aber, dass das Korrekturwort, also ich persönlich nutze ein da weiß Amy, oh, wenn Melanie das sagt, ist sie mit etwas nicht einverstanden. Dieses Korrekturwort musst du natürlich nutzen, wenn dein Hund noch beim Orten oder auch beim Fixieren ist. Wenn er schon auf dem Weg ist zum Reiz, dann wird das natürlich jetzt keinen Einfluss mehr auf den Hund ausüben können. Also frühzeitiges Einsetzen ist da wirklich Trumpf. Danach oder beziehungsweise während du das Korrekturwort aussprichst, solltest du natürlich auch deine Körpersprache anpassen. Also deine Auftreten sollte sehr präsent sein. Du machst dich groß, du nutzt auch deinen starren Blick zum Hund, damit er weiß, du bist gerade gemeint, das, was du machst, das möchte ich gerade nicht. Du kannst auch noch eine Handgeste unterstützend nutzen oder vielleicht auch eine kurze Berührung deines Hundes mit den Fingerspitzen. Wichtig ist, die Intensität deines Auftretens wirklich an deinen Typhund anzupassen, denn dein Hund soll beeindruckt sein durch dein Auftreten, weil er soll ja sein Verhalten abbrechen, aber er soll natürlich nicht verängstigt oder verunsichert wirken. Wie du ein Korrekturwort aufbauen kannst und es auch im Alltag sinnvoll einsetzt, das habe ich dir bereits in unserem Beitrag Mein Hund hört nicht erklärt. Und wenn der Fokus deines Hundes durch das Korrekturwort unterbrochen wurde, er wieder bei dir liegt der Fokus, dann folgt bei dir, wie zuvor auch beschrieben, eine spannende Interaktion. Wenn du noch weitere Tipps benötigst, wie du deinen jagdlich ambitionierten Hund beschäftigen kannst, da kann ich dir dieses Buch ans Herz legen, Spiele und Action für Jagdhunde von der Pia Gröning, denn da gibt es ganz, ganz tolle Ideen, die du mit deinem Hund dann ausprobieren kannst. Viele Hundebesitzer sind sich, glaube ich, gar nicht darüber bewusst, dass die Basis für das Anti-Jagd-Training gar nicht draußen gelegt wird, sondern drinnen in der Wohnung. Also bist du zu Hause häufig noch derjenige, der zwar unfreiwillig, aber dennoch oft auf das zu fordernde oder zu aufdringliche oder penetrante Verhalten seines Hundes reagieren muss oder vielleicht auch ständig eingreifen muss, weil der Hund Unsinn im Sinn hat, dann bist du in der Beziehung derzeit noch der reagierende Part. Und dein Hund ist der agierende Part. Und als agierender Part wird dein Hund natürlich auch draußen versuchen, seinen Wünschen und seinen Ideen zu folgen und dich dabei dann selbst an der Schleppleine gepflegt ausblenden, wenn er es für nötig hält. Wie in einer harmonischen menschlichen Beziehung auch, musst du auch für deinen Hund eine Vertrauensperson werden, der dein Hund gerne und freiwillig und vor allem auch ohne viele Worte folgt. Das erreichst du, indem du als Mensch gewisse Grundprinzipien hast, diese auch vertrittst, im Zweifelsfall auch durchsetzt, das aber auf eine ruhige und besonnene Art und Weise. Also zu aufgeregtes oder zu bedrängendes oder zu penetrantes Verhalten deines Hundes, das stoppst du ohne emotionale Ausbrüche auf eine ruhige Art und Weise und gibst deinem Hund natürlich auch im Anschluss ein freundliches so Feedback, wenn er was richtig macht. Im Beitrag Orientierung durch Kommandos, da erkläre ich dir, warum die Nutzung von Kommandos häufig dir nur vorgaukeln, dass du der agierende Part der Mensch-Hund-Beziehung bist. Meine Amy ist ein Hütehund-Mischling und die war schon so ungefähr ein Jahr alt, als sie bei mir einzog, also als ich sie adoptiert habe. Schon beim ersten Spaziergang, da sprang sie auch zwar spielerisch, aber mit voller Wucht in die Leine, als ein Auto an uns vorbeifuhr. Ohne Leine wäre da wirklich ein Unglück passiert.
Also gerade für Hütehunde oder auch Mischlinge aus Hütehunden ist es natürlich überhaupt nicht verwunderlich, dass die impulsiv auf sich bewegende Reize reagieren. Aber da Autos jagen natürlich ein extrem gefährliches Hobby ist, habe ich das von Anfang an konsequent unterbunden und aber auch auf dem Spaziergang selber für einen Ausgleich besorgt. Denn Jagdverhalten deines Hundes einfach nur zu verbieten, ohne einen Ausgleich zu schaffen, das führt natürlich auf Seiten des Hundes zu Frust. Dieser Frust wirkt sich dann auch auf dich aus und damit natürlich auch auf die komplette Mensch-Hund-Beziehung. Stille die Bedürfnisse deines Hundes also täglich auf dem Spaziergang, indem du zum Beispiel 2 bis 3, 5 bis 10-minütige Beschäftigungseinheiten einbaust. Die gemeinsame Aktivität, die sollte deinem Hund Spaß machen, sollte aber auch dafür sorgen, dass er danach zufrieden und ausgeglichen wirkt. Wirkt dein Hund eher überdreht oder noch angeknipster als vorher, dann solltest du die Art der Beschäftigung lieber nochmal überdenken. Amys Leidenschaft zu hetzen, die erfülle ich auf dem Spaziergang ganz unterschiedlich. Also mal nutze ich Blicke, die sie mir freiwillig, also aus ihrer eigenen inneren Motivation heraus zuwirft. Die nutze ich, indem ich die verstärke, sie lobe und dann fliegt ein Futterstück in die entgegengesetzte Richtung und sie kann da hinterherfetzen, während ich sie anfeuere. Auch eine Kombination aus Hetzen und Mitdenken ist bei Amy eine Sache, die hoch im Kurs steht. Und während wir spazieren gehen, spreche ich zum Beispiel einfach mal beiläufig ein Platzsignal aus, dann werfe ich noch ein Futterstück oder auch einen Ball hinter Amy, also von mir weg, sie muss liegen bleiben, dann gehe ich weiter, Amy muss aber erst noch ein Stück mit mir mitlaufen, also weg vom Futter oder auch vom Ball und dann schicke ich sie auf die Suche. Das macht ihr Riesenspaß und auch das variiere ich aber, damit sie keine Verhaltenskette lernt. Also sie soll nie wissen, was will Melanie eigentlich als nächstes, damit sie auch online bleibt. Also manchmal schicke ich sie vor der Suche auch noch durch meine Beine durch oder einmal komplett um mich herum. Und manchmal bin ich ganz gemein, wenn sie schon auf der Zielgeraden ist zum Futter oder zum Ball, dass ich zum Beispiel noch einen Platz in der Bewegung, also einen Platz auf Distanz dann einfordere. Nach dieser gemeinsamen Aktivität, wenn wir das 3-4 Mal gemacht haben, da ist Amy wirklich glücklich und zufrieden. Und hat sich so richtig schön ja ausleben können und den Rest des Spaziergangs können wir dann ganz entspannt dann zusammen verbringen. Trotzdem habe ich auch auf dem Rest des Spaziergangs natürlich Amys Körpersprache noch weiterhin im Blick. Denn wenn sich ihre Körpersprache zwischendurch mal von ich bin neutral interessiert an der Umwelt zu ich bin sehr interessiert an einem bestimmten Geruch oder an einem bestimmten Reiz in der Umwelt, das würde ich dann wiederum mit einem Korrekturwort unterbinden, dass sich das Verhalten nicht weiter steigert, dass Amy sich wieder runterfährt und dann setzen wir unseren Spaziergang fort. Geht dein Hund jagen, dann hat das nichts damit zu tun, dass er eine fehlende Bindung zu dir hat, sondern es hat hauptsächlich damit zu tun, dass dein Hund unzureichend erzogen ist und er einfach zu viele Freiheiten genießen kann, die du noch gar nicht kontrollieren kannst. Also nimm dir wirklich die Zeit, das Jagdverhalten deines Hundes in von dir kontrollierte Bahnen umzulenken. Und das kann natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich schwer sein, je nachdem, wie stark der Jagdtrieb ausgeprägt ist und kann auch ohne weiteres mehrere Monate in Anspruch nehmen. Gerade weil Jagen und Jagdverhalten so ein komplexes Thema ist, können wir das natürlich in einem Video nicht komplett abhandeln. Also du kannst lediglich Anregungen dir herausziehen. Und wenn du wirklich schwersitzende oder tiefsitzende Probleme hast, alleine nicht weiterkommst, dann immer der Tipp, such dir wirklich einen Hundetrainer vor Ort, der dich persönlich und deinen Hund auch unterstützt. Schreib mir aber dennoch gerne in die Kommentare hinein, welche Problematik ihr derzeit habt, denn vielleicht kann ich ja das ein oder andere Problem von euch dann demnächst mal in einem folgenden Beitrag dann berücksichtigen. Am Ende angekommen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und besuch uns auch gerne unter www.dogcv.de, denn da kannst du diesen Beitrag auch nochmal nachlesen. Wir, Amy und ich, wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren, genießen das schöne Wetter und dann freuen wir uns schon auf das nächste Mal mit dir. Tschüss!